Hallo ihr Lieben, da bin ich schon wieder. Und zwar zeige ich euch jetzt noch ein Kärtchen. Ich habe ja in den anderen Videos schon diese drei Kärtchen gezeigt. Und das Ganze habe ich jetzt noch mit einer speziellen Technik ein bisschen ausgeweitet, würde ich es jetzt mal sagen. Da habe ich einmal dieses Kärtchen gebastelt. Ganz einfach, ganz schlicht gehalten, genau wie die andere. Dann die nächste Stufe, ein bisschen aufwendiger, schon ein bisschen mehr. Und wir machen jetzt zusammen die dritte Karte davon. Ein paar Sachen habe ich mir schon vorbereitet, weil die Grundtechnik die gleiche ist wie bei den anderen Karten. Nur eine Sache ist etwas spezieller. Und die zeige ich euch jetzt. Dafür brauchen wir einmal ein Stück weißes Papier. Und dann habe ich aus dem Set handgemalte Blüten die Blume hier unten genommen. Das legen wir mal zur Seite dahin. Und dann habe ich Bonbon Rosa und Lodengrün. Die brauche ich dafür. Angefangen mit Lodengrün. Damit stempeln wir als allererstes die Kontur. Tap, tap, tap. Ganz simpel, ganz einfach. Einfach drauf. Ich brauche auf nichts achten, wo das ist oder so. Einfach so, ganz einfach drauf gestempelt. Lodengrün brauchen wir nochmal für die Blätter. Die machen wir auch dann direkt als erstes. Also hier sind einzelne Blätter dabei, um die Flächen auszufüllen. Das mache ich dann jetzt als erstes. Dabei mache ich es so, dass ich nicht den ersten Stempelabdruck nehme, sondern den zweiten. Der ist etwas heller. Sonst hat man da nachher einfach nur so einen dunklen Fleck. Das sieht nicht so schön aus. Und das habe ich bei diesem hier auch schon gemacht. Also quasi einfach den hellen Stempelabdruck da reingegeben. Der erste geht aufs Papier. Der zweite geht aufs Motiv. Es ist nicht schlimm, wenn es nicht genau reinpasst. Das gibt so ein bisschen dieses Verspielte. Also ich finde es eigentlich immer ganz schön, wenn es so ein bisschen durcheinander ist, sage ich mal. Sieht dann nachher aus, als wäre das so mit Aquarell dahinter gemalt. Das war der zweite. Wie machen wir den? Den setzen wir mal so rum rein. Und hier ist noch so ein kleines Blatt hinter. Da nehme ich dann auch den kleinen. Den nehmen wir so rum. Der passt dann so rum schön da rein. Die zwei schmeiße ich gleich in die Schrubbkiste. Dann sind wir mit Lodengrün schon durch. Das ist schon mal fertig. Und jetzt wird es ein bisschen spannender. Und zwar gibt es eine Stempeltechnik, mit der man nicht die Motive so ausmalt, wie sie jetzt hier zu sehen sind, sondern dass die eine Textur bekommen. Und dafür gibt es das Stempelset Natural Textures. Und da habe ich mir diesen Stempel rausgesucht. Und ich zeige euch am besten, was wir damit machen. Denn es ist am einfachsten, wenn man es sieht. Also ich habe den Stempel jetzt hier drauf gegeben. Und mache das Bonbon Rosa auf. Und dann nehme ich den Stempel. Das ist der hier, der genau oben die Blüten ausfüllt. Wenn ich den jetzt einfach reinstempel und aufdrücke, haben wir eine ganze Fläche ausgefüllt. Ich mache den mal gerade schnell sauber in der Schrubbkiste. Einmal durch, fertig. Und jetzt ist es so, dass ich den Texturstempel einfärbe. Und ich gehe mit dem Blütenmotiv auf den Texturstempel. Wichtig ist nur einmal kurz drauf, nicht irgendwie hin und her tapern. Dann ist das Motiv verwischt quasi. Und dann gebe ich diesen Stempel jetzt einfach hier drauf. Und dadurch hat meine Blüte jetzt eine Textur. Ich zeige euch nochmal das andere. Da habe ich das auch schon bei den ganzen Blüten gemacht. Dadurch sind die nicht so komplett farbig, sondern die haben halt so ein Muster drin. Das war das. Und jetzt haben wir ja hier unten auch noch eine Blüte. Also färbe ich den Stempel wieder ein. Gehe mit der kleinen Blüte drauf. Und setze die noch auf. Somit habe ich da auch eine Textur drin. Ab
Trocknen nicht vergessen. Halleluja. So, die zwei sind schon sauber. Die können wieder darüber. Das kann auch wieder weg. Ganz wichtig ist, bei Rot, Pink oder anderen intensiven Farben, bevor wir mit dem Stempel in die Schrubbkiste gehen, ein bisschen auf dem Papier rumstempeln. Weil seht ihr, wie viel Farbe da noch drauf bleibt? Sonst können wir nämlich die Schrubbkiste alle 2 Wochen ordentlich gründlich ausschrubben, weil dann so viel Farbe drin ist. Das muss ja nicht sein. Kann man ein-, zweimal aufs Papier gehen und spart sich die Arbeit quasi. Schon ist das wieder sauber. So, das haben wir fertig, das haben wir fertig. Das kann mal Seite und das auch. Ich muss hier so ein bisschen von links nach rechts arbeiten, damit ich hier alles auf meinem Tisch unterbekomme. So, dann kann das rüber. Das kann darüber, das kann darüber. Dann stanzen wir diese Blume jetzt einmal aus. Mit unserer schönen, lieben Stanzmaschine. Da ist sie wieder. Lange nicht gesehen, ne? Das Zusammensetzen der Platten habe ich ja schon in der anderen, in dem anderen Video gezeigt. Deshalb jetzt nur ganz kurz. Ich wollte euch nur das mit der Textur nochmal zeigen, dass das dann so anders aussieht. So ist es gerade drauf. Das ist gut. Muss auch nicht immer alles so perfekt sein, ne? Ist ja alles Kunst, was wir hier machen. Das haben wir fertig. Stanzmaschine beiseite. Unser Blümchen. Da haben wir es. Das Schöne bei der Stanzschablone ist auch, dass sie auch so kleine Löcher hier rein macht. Ich weiß nicht, ob man das in dem Video so sehen kann. Also, das haben wir auch fertig. Dann brauchen wir noch ein Etikett für die Karte. Das ist auch ganz simpel, zap, zap, ausgestanzt. Ich mache es jetzt mal schnell hier an der Seite. Ihr wisst ja, wie es geht. Einmal schnell durchgesaust. Fertig ist das Etikett. Und dann haben wir das Blümchen, das Blümchen. Dann habe ich schon vorgeschnitten die Form, was ich vorhin auch in dem anderen Video erklärt habe. Und das Designpapier habe ich auch schon zurechtgeschnitten. Und das kleine Etikett habe ich auch schon ausgestanzt. Was müssen wir jetzt noch machen? Wir müssen hier noch drauf stempeln. Unseren Spruch, beziehungsweise unser Wort. Ich habe mich dafür entschieden, nur mit einem einzigen Wort zu arbeiten, weil ich die Schrift einfach so schön finde. Und weil Dankeskarten immer gebraucht werden. Ganz schlicht und einfach. Das kann beiseite. Und dann würde ich, wie bei der anderen Karte vorhin, sind irgendwie so Zwillingskarten, auch wieder hinten eine Schleife drum geben. Daher schneide ich das einmal wieder mit der tollen Schere. Meine Lieblingsschere. Und dabei fällt mir auf, ich muss neue Kordel bestellen. Guck an, guck an. So. Ich mache mir schon mal so weit die Schlaufe. Und dann kommt es hier. Wir können hier ja mal in das zweite gehen. Dann ist es nicht ganz so gleich. Ja. Bei dem anderen waren wir vorhin direkt an der ersten Kerbe. Jetzt gehen wir einfach mal an die zweite. So. Das wird zugeknotet. Wieder mal mit 2 Knoten. Und dann kommt die Schleife drauf. Na, so rum. Zap, zap. Die Schlaufe festhalten, die Schlaufe durchziehen. So, die Enden
Die schneiden wir wieder ab. Einmal da. Einmal da. Das zur Seite. Das in Mülleimer. Das haben wir auch. Also kommen wir jetzt noch hierzu. Das wird einmal, ich habe es vorhin ja an dem Papierschneider gefalzt. Dann gehe ich da noch einmal mit dem Falzbein nach. Dann können wir das Designpapier aufkleben. Wieder mit meinem Multikleber gemacht. Mein Lieblingskleber. So, dann wird das aufgedrückt. Dann haben wir das soweit. Jetzt muss ich mir nochmal die andere Karte holen. Ich muss mal gerade kurz spieken. Ich weiß nämlich nicht mehr, hier haben wir. Ich war mir nicht mehr sicher, ob wir hier Sprenkler drauf gemacht haben. Haben wir, also machen wir das natürlich jetzt auch. Auf unser großes Etikett. Die kleinen Sachen lege ich beiseite, nicht, dass wir die vollsauen. Die ist lieber auch. Kleber dahin. Und dann einfach ein bisschen was drauf. Mal gucken, wie viel wir davon gleich sehen. Denn, so rum oder so rum? So rum. Denn hier sind ja ziemlich kleine Blüten drauf, aber wir haben jetzt ja etwas größere Motive. Aber das werden wir gleich sehen. Dann nehmen wir einmal das Kärtchen und dann können wir wieder hinten. Also ich merke mir jetzt einfach, dass es von hier 2, 4, 6 sind und hier 2, 4, 6. So kann man übrigens auch super ausrichten, dass sie gerade aufgeklebt ist. Also 2, 4, 6. Bis hier darf Kleber drauf. Fangen wir mal von der Seite an, damit wir auch nicht zu weit gehen. Also wieder den Multikleber einfach drauf. Und dann 2, 4, 6. 2, 4, 6. Das da oben drauf. Dann haben wir unsere Blümchen, die wir jetzt einfach wild da drauf setzen können. So wie es schön ist, wie es uns gerade passt. Da will ich jetzt gar nicht mal so genau arbeiten, weil ich sage immer, umso schiefer, umso schöner. Wenn alles so picke gerade ist, dann hat die Karte kein, die sagt nichts aus, die ist gefühllos. Kann man das so sagen? Ja. Und die andere Blume setzen wir hier oben drauf. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das mit dem Etikett schön kommt. Wir wollen ja auch so ein bisschen Spiel drin haben. So, oder? Leben wir die da so hin. Einmal nochmal anhalten. Ja. So. Das Etikett machen wir mit Dimensionals. Dann nehmen wir hier die großen. Auf den anderen Karten habe ich übrigens auch die Blumen aufgeklebt mit Dimensionals. Und da habe ich teilweise unsere kleineren genommen, weil das halt teilweise so filigran ist und man da nicht so gut reinkommt sonst. Da sind diese hier ein bisschen groß, aber wir haben die ja extra noch eine Nummer kleiner. Dann kommt einmal die Folie hinten ab. Dann wird unser hübsches Etikettchen hier draufgeklebt. Danke. Wenn da nochmal richtig zuppeln. Sind jetzt von der Verpackung ein bisschen in Mitleidenschaft geraten.
Aber das ist alles halb so schlimm. Fertig ist unser drittes Kärtchen. Na, komm. Das beiseite. Und das beiseite. Und dann zeige ich euch die nochmal. Da haben wir die, die, die. Die anderen habe ich schon eingepackt. Ich habe nämlich bei mir im Studio so einen kleinen Kartenständer. Und da nehmen gerne meine Kunden sich die Karten mit nach Hause, um sie zu verschenken. Und deshalb packe ich die dann immer schön in Hüllen, damit nichts dran passieren kann. Gerade wenn man dann doch mal eingecremte Finger hat und die ein bisschen fettig sind, nicht, dass da nachher Patscher draufkommen. Das ist das Ergebnis und ich bin sehr zufrieden. Ich hoffe, euch gefällt das auch.